Vielen Dank, Patrick. Du bleibst gleich da. Jetzt kommen deine Fragen. Die erste Frage kommt von Isabel Schmuck aus Bamberg-Stadt. Patrick, du betonst in deiner Bewerbung sehr stark deine Jugendlichkeit. Was willst du jugendpolitisch erreichen? Die nächste Frage kommt von Samuel Ratz aus Dachau. Du schreibst in deiner Bewerbung, dass eines deiner Ziele mehr humanitäre Interventionen sind. Wie soll so eine Intervention ablaufen und kannst du Beispiele für Länder nennen, in denen deiner Meinung nach diese nötig sind? Okay, gut, das sind ja schon mal drei Fragen. Also, dann möchte ich die erste Frage von Isabel beantworten zum Thema Jugendpolitik. Ich weiß nicht, ob wir wirklich eine spezielle Jugendpolitik oder Politik für Erwachsene in Deutschland brauchen. Ich meine, wir brauchen eine gute Politik für alle in Deutschland. Und ich möchte dafür sorgen, dass diese Politikverdrossenheit in diesem Land ein Ende hat und dass sich sowohl junge als auch alte Leute wieder mehr in die Politik begeben, da aktiv mitgestalten und daran Spaß haben, das zu tun. Und das ist eigentlich mein Hauptziel für die Jugendlichen hier in Deutschland, dass sie sich wirklich wieder ernsthaft mit den politischen Themen auseinandersetzen, weil einfach die Euphorie verloren gegangen ist. Aber wir haben gesehen, dass man Euphorie aufbauen kann. Wenn ich mir anschaue, wie viele meiner Freunde sich die Wahlen in den USA angeguckt haben, um 3 Uhr nachts, ich habe auch dazu gehört, die Euphorie kann aufgebaut werden. Es fehlen nur bei uns in der Politik im Moment die Träger, die diese vermitteln können. Und das ist der Punkt, den ich dazu sagen möchte. Und ich rede hier nicht von Afghanistan, völkerrechtswidriger Krieg Nummer 1. Ich rede hier nicht vom Irak, wirtschaftspolitische Interessen und Fäden mit Bush und so weiter. Ich rede hier von Sachen wie Simbabwe oder den Kongo oder sonst irgendwas oder Darfur, wo wir Geld reinpumpen, damit die sich unsere Waffen kaufen können, damit wir deren Koltan bekommen, das in unseren Händen ist und bleibt, ja, und wir einfach zuschauen, wie die sich gegenseitig abmetzeln. Die Leute da, die an der Macht sind, werden die Macht nicht freiwillig weggeben. Mugabe wird die Macht nicht freiwillig weggeben. Aber wenn man als Europäische Union stärker auftreten würde und sagen, so wie du da mit deinen Landsleuten umgehst, das tolerieren wir so nicht mehr. Ich glaube, da würden sich ganz schnell ganz andere Seiten in den Ländern aufgezogen werden. Das ist das, was ich unter humanitärer Intervention verstehe. Ich habe im Publikum gemerkt, dass man mir natürlich relativ kritisch gegenübersteht. Ich bin natürlich in einem gewissen Maße ein Risiko, aber ich stelle auch eine Chance dar. Und wenn ich dann im Bundestag sitze, mag sein, dass ich nicht alle Erfahrungen habe, aber ich habe ein riesiges Netzwerk an guten Leuten, die an teilweise guten Universitäten setzen. Und ich werde sie kontaktieren, um neue Ideen in eine Form zu gießen, die auch rational mit Politik vereinbar ist. Und darum bitte ich einfach um eure Stimme. Dankeschön. Okay. Danke, Patrick. Damit können wir in die Abstimmung treten.